Welche Einsatzmöglichkeiten bieten sich an? Die Methode eignet sich vor allem für die Erstellung eines Themenspeichers, der Sammlung von Ideen und Fragen und der Entwicklung von Lösungsansätzen. Sie ist also bestens geeignet für die Vorbereitung einer Klassenarbeit. Dabei wird ein breites Spektrum von Wissen, Meinungen, Ideen unter Einbezug aller Schülerinnen und Schüler ermöglicht. Die Antworten werden auf Karten notiert und gesammelt. Alle Teilnehmenden sind integriert, die Karten sind anonym und gleichgewichtet, sodass hierbei alle Aussagen der Lernenden gleichwertig behandelt werden. Mehrfachnennungen werden sofort sichtbar und das Spektrum von Antworten wird für alle Teilnehmenden transparent gemacht. Wie erfolgt die Umsetzung des pädagogischen Konzepts? Zu einem Thema, einem Problem oder einer Fragestellung werden Wissen, Ideen und so weiter auf Karten gesammelt. Anschließend werden die gefundenen Aspekte strukturiert gesammelt und Lösungen, Ziele und so weiter abgeleitet. Bei diesem Vorgehen werden unter Beteiligung der Lernenden alle Aspekte zu einem Thema gesammelt, wobei die Anonymität jederzeit gewahrt bleibt. Danach können die Karten genutzt werden, um nötige weitere Schritte zu planen oder Problemlösungen zu erarbeiten.